Und damit herzlich willkommen, ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir waren stehen geblieben, dass wir auf die Leiche warten sollen, die uns heute Abend zum Krankenhaus geliefert wird, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar ganz automatisch. Wir haben das schon, geklärt und da vorne ist das Krankenhaus. Jetzt müssen wir nur noch ein Örtchen finden, wo wir uns ausruhen können. Das ist aber so einfach nicht, da der Typ, der beobachtet mich, der kann mich nicht leiden und ich ihn auch nicht. Macht aber nichts, weil er hat's verdient. Und ich auch vielleicht, ich weiß es gar nicht. So, auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen und nicht lügen? Genau, ich muss hier irgendwo am besten, ich gehe zu Shani nach Hause. Vielleicht kann ich ja bei der alten Frau unten mich ausruhen. Weil tagsüber Feuer anzuzünden mit Igni ist ja nicht möglich. Hello, Precious. Do go upstairs. Ja, gleich. Moment. Hello, Precious. Ich kann mit der Ollen nichts anderes reden. Okay. Ich kann aber auch die Kamine nicht anklicken. Das heißt, ich kann mich hier auch nicht ausruhen. Gut. Das heißt, ich muss mich jetzt irgendwie anders beschäftigen. Ich finde es halt blöd, dass der zum Ausruhen bzw. zum Meditieren. The roads will be wet. Ja, dass der zum Meditieren hier in Witcher 1 immer noch so ein Feuerchen braucht. Bei Thala kann ich das machen. Ich gehe einfach mal zu Thala nach Hause. Ich werde mich bei Thala ein bisschen ausruhen. So, schauen wir mal. Bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Ich weiß es nämlich nicht. So, what'll it be? We doing some plowing business? Ausruhen. Neue Talente erworben. Na, sieh mal einer an. So, was haben wir denn da? Das da. 3 Bronzetalente haben wir bekommen. Was machen wir denn da? Ich würde sagen, wir... Quen. Vielleicht ein bisschen. Was haben wir denn da? Feuerresistenz, Säureresistenz. Zeichendauer plus 10%. Ja, vielleicht hier Stahl. Stahl kann ich nochmal machen. Paralyse, Schmerz, Schaden. Noch mehr Schaden. So, dann haben wir das gemacht. Dann würde ich sagen, wir meditieren bis zur Dämmerung. Plus eine Stunde sollte genügen. Ja, und Thala flucht wieder. Sollte erst einmal genügen. Jetzt sitzt er hier auch am Feuer und starrt in die Flammen mit dem Schürhaken in der Hand und wartet auf einen Fisch, der zufälligerweise aus dem Feuer springt, damit er den aufspießen und dann verzehren kann. Da wartet er aber lange drauf. So, dann hätte ich sagen, ich gehe mal ganz dreist hier durch den Garten und hoffe, dass mich nicht ein Flatterer anfällt von links. So, ich gehe da jetzt aber trotzdem rein und wenn ich den nochmal bestechen muss, dann raste ich aus. Okay, gut, muss ich nicht. So, wo haben wir denn die gute Shani? Da schon mal nicht. Da ist sie auch nicht. So, da links drin vielleicht? Wahrscheinlich, ja. Was bist du denn? Eine Leiche. Ist er das? Ich weiß es gar nicht. Shani ist auf jeden Fall nicht hier. Da ist Shani. Ich spreche die mal an. We'll take a look at your dead guy in a minute. Ja, okay, na dann machen wir das mal. Ich glaube, das ist der Typ, der da hinten liegt. Ich gehe da trotzdem. Was haben wir denn da? Altar der Militäle. Da kann ich Dinge spenden. Ich spende ein Brot. Bei Militäle. Ehrlich? Habe ich gerade 3 Sephira bekommen dafür, dass ich ein Brot gespendet habe? Zufälligerweise? Wie random ist das bitte? Okay. Ja, du bist verflucht da hinten. So, Shani, na, komm mal ran jetzt hier. Ja, sie ist stolziert, sie ist Topmodel, definitiv. So. Darf ich? Können wir jetzt? Sehr gut. Ready for the autopsy? Natürlich.
Let's get started. Wir werden alle sterben. Ja, dann sterbt halt, aber leise bitte. Ist das jetzt die Autopsie? Race, human. Gender, male. Wounds, extensive. Shani, this isn't a lecture hall. Whatever you say. He died yesterday, torn to pieces. Werwolf? A werewolf? The moon's shining. Wouldn't he turn into a lycanthrope? I guess. Geralt, no need to test me. I'm a professional. Moving on. Okay, hier. Could a human have inflicted these wounds? Only with a 2-foot jaw. Okay, das Knochenmark wurde ausgesaugt. Müssen Aasfresser gewesen sein, genau. The bone marrow has been sucked out. Must be scavengers. Very likely. Plenty around the cemetery. So, he was torn to pieces after he died. I'm interested in the cause of death. I also see some stab wounds. A blade 2 fingers wide. Der Dolch eines Meuchlers. Wir wissen ja, woran er gestorben ist, oder? Hier? An assassin's dagger. Rams meets men. It'd be nice to find something conclusive. Any suggestions? Let's check his internal organs. Okay, wir checken die inneren Organe. Ich bin gespannt, was die sagen. Wahrscheinlich sind sie tot. Where shall we start? Die Leber. Let's look at the liver. Completely cirrhotic, but he doesn't look a drunk. Poison? Yes, it also caused convulsions, paralysis, and cardiac arrest. That explains why rigor mortis lasted so long. Could bandits have obtained such poison? They could have purchased it from someone. There's a shifty-looking merchant among them. Yeah. Okay, genau darauf wollte ich nämlich raus, weil die Leber filtert ja... Moment, so, jetzt. Die Leber filtert ja die ganzen Giftstoffe aus dem Blut. Deswegen wollte ich die Leber zuerst ansehen. Die Lungen, können die Lungen da jetzt irgendeinen Einfluss drauf haben? Ich glaube nicht. Das Herz, ja. Kalkstein. Kalkstein also deals in such things. Alchemists' poisons usually leave a trace. Let's have a look. Okay. Das heißt, wir können auch das untersuchen. Schauen wir mal. Look, the tongue was crudely extracted, but not all the blackened tissue was removed. Blackened? Yes, the poison caused necrosis of the tongue, so the murderer removed it. So we're certain a gifted alchemist is the murderer. A gifted alchemist who's a crappy surgeon. Kalkstein. He wanted to implicate the bandits, but he failed to foresee a professional autopsy. Thanks, Shani. That's the evidence I needed. Good. I'm exhausted. Ja, du arme Frau, musste ich jetzt ausruhen. Wir haben jetzt hier 3 Minuten gestanden und den Leichnam nicht mal wirklich angesehen. So, Kalkstein, du durchtriebenes Luder. Ja, ich wollte eigentlich gerade zu Kalkstein gehen und den konfrontieren, aber ich soll zu Raimund gehen. Ja gut, dann gehe ich halt zu Raimund. Wo war Raimund zu Hause? Da vorne links, ne? Da vorne links war Raimund zu Hause? Jawohl. Perfekt. So, da rein. Schauen wir mal. Raimund. Yes? Kalkstein. I have the autopsy results. And? I'm certain it was Kalkstein. How do you know? The liver was cirrhotic. The stab wounds were just a clumsy attempt to hide the real reason. So, poison after all. But how can you be sure it was Kalkstein? Changes in the eyeballs. Typical of alchemical poisons. I see you did your homework. I sure did. Come back later. I need to analyze this information. Oben links. Oben links das Medaillon vibriert. Das ist doch eingestellt auf Ungeheuer.
Das ist eingestellt auf Ungeheuer. Warum vibriert das? Hier drüben vibriert's nicht. Wenn ich näher zu ihm hingehe, vibriert's stärker. Ist er vielleicht ein Doppler? Not now. Ja, aber wann dann? Haben? Ne, oder? Vibriert das... reagiert das Medaillon auf Doppler? Das wäre krass, wenn der Typ jetzt ein Doppler wäre. Ob das vibriert bei Dopplern? Ich weiß es nicht. Ja. I can't meditate with the fire out. Seems I have to light it first. Ja, das Feuer ist an, aber bitte. So. Meditieren 11 Stunden, 12 Stunden machen wir mal. Dann kann ich wieder zu Raimund gehen. Also wenn die Salamandra den Raimund jetzt gegen einen Doppler ausgetauscht hat. Warum vibriert das? Warum erkennt das Medaillon den Raimund als eine... als eine Bedrohung, das verstehe ich nicht. Es ist eingestellt auf Monster und Gegner halt generell so. Das ist jetzt eine gute Frage. Das interessiert mich jetzt. Da müsste man theoretisch... wirklich in den alten Folgen schauen, ob das von Anfang an schon vibriert hat. Es beginnt wieder zu vibrieren, das heißt, er ist oben. Oder? Jo. Der liegt irgendwie krüppelhaft da. Kann es sein, dass er tot ist? Ach nö. Here at last. Mhm. Listen, I got it all figured out. Cal Steen and Ramsmeep were associates. I have irrefutable evidence. What do we do with that information? We set a trap, though it might be dangerous. Gather your equipment and come back later. All right. Yes? Erzählt mir etwas über den Kommandeur der königlichen Wache. Ich glaube, ich bin bereit. Eure Ausführungen sind etwas unstimmig? Nö, also ich glaube da auch dran. Alchemistische Gifte, wenn die tatsächlich eine Nekrose der Zunge herbeiführen, dann haben wir einen Beweis gefunden, ehrlich gesagt. Und die Leber war zerstört, weil die Leber natürlich die Giftstoffe alle rauszufiltern versucht. Was aber bei dem starken Gift dann natürlich irgendwie... ich bin bereit. Gehen wir einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht. I'm ready for Ramsmeep. Good. He leads Salamandra's armed force. You have to kill him. Es wird nicht leicht. Won't be easy, but I'll try. Das wird bestimmt nicht easy. So, ich muss Boxfleisch töten. Wie mache ich das am besten? Wenn ich ihn stelle, muss ich gegen ihn und mindestens zig seiner Freunde kämpfen. Und rein kann ich ja nicht zu ihm. Muss ich jetzt warten, bis er nachts... Eternal fire, fill my heart. Ich bin gespannt. Looking for something? Hier. Ja. Alright, go in. So, so einfach kann es sein. Hallo Boxfleisch. So. Ich red mal mit dem. What do you want, Wolf? Hier. Want the truth about Salamandra? I'm listening. Ja, so. Anschuldigung. Los geht's. You're working for Azar. You're lucky I'm having a good day. I won't kill you. And now beat it before I have them carry you out. Ich werde euch raustragen mit den Füßen zuerst. They'll carry you out. Feet first. Enough. Boys, kill him. Das glaube ich nicht. So. Okay, jetzt aber der Gruppenstil. Duffy, watch
does. Okay. This place stinks. Okay, schade. Ich lade. Tempelbezirk Autosave sogar. Wow, nice. Ich habe wieder vergessen zu speichern, ne? Okay. Ja, hier beim Rausgehen. Sehr gut. Nice. Also, als ich die Quest gestartet habe quasi. Das ist toll. So, ich gehe hier runter. Bezahle den Typen, der da steht. Geht zuerst auf ihn los mit dem Wolfstil und dann... Finally, a solid meal. Beziehungsweise, wie lautet meine Quest gerade? Soll ich nochmal... Hier, Hauptquests. Bisschen mal vertraulich. Ach so. Okay, ich muss natürlich erst... Ach so. Na dann ist mir jetzt alles klar. Ich muss natürlich erstmal meditieren, dann wieder hinlaufen und dann... So. Das Feuer brennt. Ich setze mich dran. Ich meditiere wieder 12 Stunden und dann... jätet wieder los. So. 12 Stunden. So. Mist. Wieder vergessen zu F5'en. So. Das gleiche in der ersten Folge der Aufnahme. Was für ein schönes... was für eine schöne Zeitverschwendung, ne? Wahrscheinlich ist es gar nicht Boxfleisch, sondern ist das Boxfleisch der einzige, der die Salamandra noch zurückhält. Vielleicht. I'm dying. I know it. Hm. Das wäre dann natürlich sehr blöd, ne? So, Treppe nach oben. Dass das Medaillon vibriert, ist das entweder ein Hinweis oder ein Bug? Ich weiß es nicht. Here at last. Ja, listen, bin, what ja, do ja, we ja, say? Ja, all right, ja, yes? Ja, ich bin hier. Hier. I'm ready for good. So, los. Won't be easy, but I'll try. So. Das heißt, ich verschwinde jetzt wieder nach unten. So, Treppe nach unten. Ausgang. Ausgang. So. Jetzt bin ich hier draußen, dann gehe ich da nach vorne und nach unten. Dann werde ich unten speichern. Wenn ich drin bin, werde ich speichern. Und dann werde ich es ein paar Mal versuchen, bis ich es dann schaffe, wahrscheinlich. So, Rausschmeißer. Looking for something? Ja. Hier. Ja. Alright, go in. Ich geh rein. Good one. Ja, der war wirklich gut. Ich geh rein. Ha 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 ha. Witzigster Witz der Witzgeschichte. Boxfleisch. Ja. Wolfstil. Ich könnte ihn einfach angreifen, will ich aber gar nicht. Ich will ihm zuerst sagen, dass ich ihn angreife, sonst wäre es unfair. What? Hier. Want the truth about Salamandra? I'm listening. Hier. You're working for Azar. You're lucky I'm here. Ja. Don't carry enough. So, okay, You damn stinky! So, Angriff. Angreifen, hallo? Warum verliere ich Leben? Es greift mich kein Mensch an. Oder steht da jemand mit einem Bogen? Und warum zur Hölle greift Geralt nicht an? What do you ja, jetzt halt die... Ich, your work, oh. They'll care enough. Ja, gut. So. Habe ich Boxfleisch jetzt eigentlich schon erledigt? Nö, der steht noch hier. Was ist das?
Mist.